Herzlich willkommen zur 21. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Die heutige Sitzung ist unsere dritte und letzte öffentliche Veranstaltung in diesem Rahmen und ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu können. Wir werden wie die letzten beiden Wochen die Veranstaltung in zwei Sprachen haben, in Deutsch und in Englisch. Und wenn Sie mit der Maus auf den kleinen Globus klicken, können Sie den jeweiligen Sprachkanal einstellen, Deutsch oder Englisch. Die Sitzung wird simultan übersetzt. Ich bin Giorgio Franceschini. Ich bin der Referent für Außen- und Sicherheitspolitik hier an der Heinrich-Böll-Stiftung und werde Sie durch die nächsten anderthalb Stunden begleiten. Diese Veranstaltung wird übrigens aufgezeichnet. Sie können sie ab nächster Woche sowohl auf unserer Webseite böll.de als auch auf YouTube nochmal in Ruhe anschauen. Wir wollen in dieser Veranstaltung, wie auch die letzten Wochen, auch ein wenig mit Ihnen ins Gespräch kommen und verweisen auf mehrere Möglichkeiten. Wir haben einerseits einen Chat, wo wir Sie auch mit Informationen versorgen wollen, wer gerade spricht oder zusätzliche Informationen rund um die Tagung. Aber Sie können im Chat uns selber auch Nachrichten überbringen, so Sie zum Beispiel ein technisches Problem haben oder eine Bemerkung haben. Eine weitere Möglichkeit wird auch die sein, Fragen zu stellen. Dazu haben wir ein sogenanntes Frage- und Antwort-Tool, F&A. Das müsste auch unten zu sehen sein. Und wir werden versuchen, im Laufe dieser nächsten anderthalb Stunden einige Ihrer Fragen aufzunehmen und zu beantworten. Wir werden es vielleicht nicht schaffen, das bei allen Fragen so zu tun, aber trotzdem sind wir sehr daran interessiert, was Sie gerade bewegt. Über mir sehen Sie den Hashtag AUPO2021 für diejenigen, die gerne auf Twitter sind. Und da können Sie einerseits sehen, was andere Teilnehmende twittern oder selber ihre Bemerkungen, ihre Beobachtungen eingeben. Wir werden auch wie in den letzten Wochen kleine Umfragen machen mit dem sogenannten Menti-Tool. Einige von Ihnen kennen das schon. Für die anderen werde ich es nochmal in Ruhe erklären. Erstmal so viel, wenn Sie ein Smartphone haben, halten Sie es bitte griffbereit, damit wir dann entsprechend diese Umfragen machen können. Ich sage jetzt noch ein paar Worte zum Kontext unserer Veranstaltung. Der Titel lautet ja zwischen Hard- und Soft-Power, die Europäische Union in der neuen Großmachtkonkurrenz. Und wie gesagt, die heutige Veranstaltung ist die dritte zu diesem Thema. Was haben wir bereits hinter uns und was haben wir vor uns? Wir haben vor zwei Wochen dieses Thema erstmal innereuropäisch andiskutiert und haben beispielsweise gesehen, dass wir in Europa zwar sehen, dass wir neue Herausforderungen haben in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber innereuropäisch uns noch nicht vollkommen einig sind, wie wir sie angehen. Wir haben beispielsweise gesehen, dass eine polnische Analystin sich stark gemacht hat für eine starke amerikanische Präsenz nach wie vor in Europa, während ein französischer Analyst meinte, wir sollten uns darauf vorbereiten, langfristig alleine und strategisch autonom zu sein. Wir haben dieselbe Frage letzte Woche nochmal in einem transatlantischen Kontext diskutiert, wo wir in erster Linie uns die Frage gestellt haben, einen Tag nach der Amtsübernahme von Joe Biden, ob wir mit den Amerikanern wieder einen Partner haben und wenn ja, in welchen Feldern wir zusammenarbeiten können. Wir haben dazu einen Workshop veranstaltet, wo es um den sogenannten progressiven, einem neuen progressiven Transatlantizismus geht. Und was machen wir heute? Heute gehen wir die Frage an aus der sogenannten grünen Perspektive. Und unser Highlight ist natürlich die Keynote-Speech von Annalena Baerbock, die in etwa 10 Minuten beginnen wird, wo wir eben uns nochmal fragen, die Europäische Union in der neuen Großmachtkonkurrenz. Wie sehen Grüne die Herausforderungen, die auf Europa, auf die Europäische Union in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Aber bevor wir in diese Rede starten, würden wir jetzt erstmal mit Ihnen ins Gespräch kommen und machen wieder
eine Menti, sogenannte Menti-Umfrage, wie wir sie die letzten Wochen gemacht haben. Was heißt Menti-Umfrage? Wir sehen hier wieder die Möglichkeiten, an dieser Umfrage teilzunehmen. Sie sehen auf einer Folie einen QR-Code, den Sie scannen können und der Sie zu einer Seite bringen sollte, wo Sie entsprechende Fragen beantworten können. Wenn Sie nicht scannen können, gibt es auch eine Möglichkeit, einen Browser, entweder auf Ihrem Handy oder auf Ihrem Endgerät zu öffnen, und Sie geben da menti.com ein und dann den Code 424567. Wenn Sie das getan haben, entweder das Scannen oder den Code eingeben, sollten Sie eine Frage sehen, und ich denke, wir können uns schon mal erste Antworten zu dieser Frage anschauen. Wir haben Sie gefragt, ob sich die EU in der neuen Großmachtkonkurrenz durchsetzen kann. Und es ist erstmal ein recht interessantes Ergebnis, weil es relativ ausgeglichen ist. Es überwiegt ein leichter Optimismus, dass die EU sich in der neuen Großmachtkonkurrenz durchsetzen kann, was immer durchsetzen auch bedeutet. Ich erinnere in diesem Kontext auch an den leicht positiven Ausblick, den Reinhard Bütikofer bei unserer ersten Veranstaltung gegeben hat, der eben auch gesagt hat, ja, in der EU funktionieren viele Dinge suboptimal. Wir haben nationale Egoismen, wir haben suboptimale auch Entscheidungsmechanismen, aber ich sehe, dass die EU doch dabei ist, Weichen zu stellen und möglicherweise in dieser neuen, schwierigeren geopolitischen Situation sich durchsetzen kann. Und es freut mich auch, dass doch einige diesen moderaten oder sagen wir eine leichte Mehrheit diesen moderaten Optimismus teilen. Und damit würde ich sagen, können wir uns die zweite Frage anschauen, die da lautet: Auf welche Weltregion soll sich die EU-Außenpolitik fokussieren? Natürlich ist jede Region interessant, aber wir wissen, dass insbesondere der Europäische Auswärtige Dienst nur begrenzte Ressourcen hat. Und dementsprechend ist es klar, man kann nicht in alle Weltregionen mit den gleichen Ressourcen, mit den gleichen finanziellen, personellen Ressourcen hineinwirken. Und wir sehen hier auch ein sehr interessantes Ergebnis. Es zeichnet sich ab, dass Afrika doch am meisten Stimmen kriegt, während es dann beim zweiten Platz ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Asien, China auf der einen Seite oder Osteuropa, Russland auf der anderen Seite gibt. Interessante Beobachtung, die normalerweise zwei Großmächte, die schwierig sind für die Europäische Union, Russland und China, sind nicht ganz vorne, während Afrika scheinbar die Weltregion ist, auf die sich Ihrer Meinung nach die EU-Außenpolitik fokussieren sollte. Vielen Dank, und damit, glaube ich, können wir zur letzten Frage kommen, die sicherlich auch Grüne umtreibt, die umstritten ist, aber es ist eine Frage, die immer wieder auftauchen will, nämlich: Wie viel soll Deutschland für Verteidigung ausgeben? Und die Frage ist eben genauso viel wie jetzt. Das ist, glaube ich, 1,3 oder 1,4% des Bruttoinlandsprodukts. Mehr oder weniger? Mehr hieße möglicherweise, sich diesem sogenannten 2%-Ziel anzunähern, und weniger hieße eben, dass man eventuell noch weniger für Verteidigung ausgibt und eventuell in die Entwicklungszusammenarbeit dieses Geld investiert.
auch hier scheint es einen, auch im grün-nahen Milieu, einen Trend zu geben, dass Deutschland, also zumindest die Mehrheit, ich versuche das mal zu quantifizieren, es ist nicht die absolute Mehrheit, aber es ist vielleicht so 40% finden, dass Deutschland mehr für Verteidigung in Zukunft ausgeben sollte, als sie es heute tun. Ein sehr interessantes Ergebnis. Ich schaue mal kurz zu meiner Kollegin. Ich glaube, das waren die Menti-Fragen. Sehr gut. Dann denke ich mir, sind wir jetzt einigermaßen aufgewärmt für die Rede von Annalena Baerbock. Annalena Baerbock steht in einem kleinen Raum hier in der Böll-Stiftung neben uns an einem Rednerpult. Letztes Jahr stand sie in einem Rednerpult links von mir im sogenannten großen Saal vor 200 Leuten. Wie gesagt, unter diesen besonderen Bedingungen müssen wir uns alle anpassen. Und ich freue mich erstmal sehr, dass Annalena Baerbock heute bei uns dabei ist. Sie kann jetzt auch gerne schon ihre Kamera einschalten, weil ich denke, wir sind jetzt bereit und gespannt, ihr zuzuhören über die grüne Perspektive zu diesen großen europäischen und globalen Fragen, die wir uns in dieser außenpolitischen Jahrestagung gestellt haben. Annalena Baerbock, the floor is yours. Herzlichen Dank und herzlichen Dank auch dieses Jahr wieder für diese Einladung. Auch wenn das, wie du gesagt hast, alles ein ganz anderes Setting ist. Leider wir weltweit in dieser Pandemie stecken, die nichts Gutes hat. Das spürt, glaube ich, jeder von uns jeden Tag und sehr, sehr viele Menschen noch viel härter als ich, als wir hier, die hier alle gerade zuschauen. Und nichtsdestotrotz eröffnet sich in diesem wirklich wahnsinnig furchtbaren Moment für diese Welt wieder ein neues Fenster der Möglichkeiten, was die Vereinten Nationen mit Build Back Better überschrieben haben. Diese Chance, diese Krise zu nutzen, Dinge wirklich besser zu machen als vorher, weil auch schon vor der Pandemie hatten wir wahnsinnige Ungleichheit in dieser Welt, wahnsinnige Konflikte. Und diese Pandemie reißt auch Erfolge, die erreicht worden waren, wieder ein, dass mehr Kinder wieder zur Schule gehen, dass die Ernährungssicherheit gestärkt worden ist in den letzten Jahren. Und deswegen heißt es, wir müssen jetzt einiges, vieles besser machen. Und es ist ein riesengroßer Hoffnungsschimmer, das teilen wir ja alle, dass auf der anderen Seite des Atlantiks nicht nur eine neue US-Administration gewählt wurde, die wieder mit dem Herzen, dem Blick und dem Wort der Welt geöffnet ist, sondern eben dieses Leitmotto der Vereinten Nationen, Build Back Better, auch auf ihre eigene Fahne geschrieben hat. Und das ist auch für uns als Europäer jetzt der Moment, das zu nutzen, Dinge wirklich besser zu machen. Und nicht nur auf der anderen Seite des Atlantiks hat Biden ja ein riesengroßes Investitionsprogramm aufgestellt für das nächste Jahrzehnt, sondern die EU-Kommission hatte das auch aufgrund der letzten Europawahl, wo wir hier als deutsche Grüne ja mit einem starken Motiv reingegangen sind, nämlich mit unserem europäischen Green New Deal. Schon damals die Europäische Kommission eben diesen New Deal aufgegriffen hat, zu einem europäischen Green Deal, der sagt, wir wollen in Zukunft einiges anders machen. Und dass das jetzt ausgerechnet in dieser Krise untermauert wurde mit einem Recovery Fund, für den sehr, sehr viele von uns und von Ihnen, die vielleicht zuhören, schon in den letzten Jahren immer wieder gekämpft haben, nämlich dieses Verständnis, was wir eigentlich schon in der Euro-Krise gebraucht hatten. Wir schaffen große Herausforderungen als Europäer nur gemeinsam. Auch das zeigt, was da für eine große, große Möglichkeit vor uns liegt als Europäer. Diesen Green Deal jetzt gemeinsam zu nutzen, um Dinge wirklich gemeinsam als Europäerin und Europäer besser zu machen. Aber das wird uns nur gelingen, wenn wir den Green Deal nicht nur als innereuropäisches Projekt begreifen, sondern vor allen Dingen auch als außen- und geostrategisches Projekt. Außen- und geostrategisch auch die Dinge besser machen. Auch wir als Europäer die Dinge besser machen. Das heißt, ganz simpel gesagt, Europa muss weltpolitikfähig sein.
Dieses Credo begleitet uns jetzt schon die letzten 4 Jahre, weil es immer die Weltpolitikfähigkeit als Antwort auf die Härte aus den USA gezeigt hat, aus der Defensive heraus. Und jetzt Dinge besser zu machen, weltpolitikfähig zu werden, wo wir es in den letzten 4 Jahren nicht genutzt haben, aus einer Stärke und der Zusammenarbeit heraus, ist eine ganz, ganz neue und bessere Kraft. Und diese sollten wir endlich nutzen. Weil den Umbruch, der jetzt bevorsteht in diesem neuen Jahrzehnt, der ist vielleicht so wie 89. Für uns in Deutschland, für uns in Europa, aber auch damals weltweit. Und auch damals hätte es eine Chance gegeben, dieses neue Aufbauen, die Wiedervereinigung auch mit einer gemeinsamen europäischen, starken außenpolitischen Stimme zu verknüpfen. Damals hatte Bush Senior Helmut Kohl angedeutet, angeboten, ich war nicht dabei, aber so wird es übertragen, eine Partnership in Leadership. Aber aus meiner Sicht, zu berechtigter Weise, war Deutschland damals nicht in der Lage. Es wäre sicherlich auch nicht gut gewesen, weil es war das Angebot an Deutschland und eben nicht an Europa. Und jetzt sind wir als Europäer 30 Jahre weiter, dazwischen die Osterweiterung. Und jetzt sollten wir die Chance nutzen, weil sich auch in den letzten 4 Jahren immer wieder gezeigt hat, was passiert, wenn wir sie nicht nutzen. Ich war auf der Klimakonferenz in Marrakesch mit dabei. Das war genau in dem Moment, als das Wahlergebnis vor 4 Jahren feststand, als Donald Trump gewählt worden war, wo die ganze Welt beieinander war. Erst alle zitterten, dann war das Ergebnis da und sich dann diese große Frage stellte, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Nicht nur geostrategisch, sondern da vor allen Dingen klimapolitisch. Und alle guckten im wahrsten Sinne des Wortes auf die europäische Delegation. Füllt Europa jetzt diese Lücke, die damals, das wussten ja alle, die auf der Konferenz waren, mit dem Sieg von Donald Trump gerissen war. Und China stand da auch. Und China, wie China ist, sagte damals nicht sehr viel. Und jetzt wissen wir 4 Jahre später, China hat es genutzt und Europa hat es eben nicht so genutzt, wie wir es als Klimaleadership global hätten nutzen können. Und in diesen 4 Jahren ja Klimapolitik nicht nur eine ökologische Frage gewesen ist, sondern vor allen Dingen auch eine ganz, ganz starke geostrategische Frage. Aber die Milch ist jetzt ohnehin vergossen. Jetzt ist der Moment zu sagen, okay, beim dritten Mal, wir sind da. Wir sind da als Europäer, unsere eigene Handlungsfähigkeit außenpolitisch zu untermauern. Und das Gute ist, dass gerade da, wo wir stark sind in der Klimapolitik, es eben mittlerweile eine Frage von unserer eigenen Souveränität geworden ist. Und es wurde auch viel in den letzten Jahren dann über strategische Souveränität gesprochen, diskutiert. Viel diskutiert als Gegensätzlichkeit, als eine Autonomie, als eine Entkopplung, weil es eine Reaktion auf Donald Trump war. Aber jetzt ist der Moment des Miteinanders. Und für uns Grüne, die wir auch in unserem Grundsatzprogramm eben diese Frage von einer europäischen strategischen Souveränität mit festgeschrieben haben, bedeutet europäische strategische Souveränität eben nicht Abschottung oder Autarkie, sondern auf das zu bauen, was immer Europas Stärke war. Seine Softpower, seine Diplomatie, seine Mediation, seine zivile Krisenprävention. Das heißt, europäische Souveränität zu definieren, unsere Fähigkeit zur Kooperation immer dort einzusetzen, wo es möglich ist und eigenständiges Handeln immer dort einzusetzen, wenn es nötig ist. Und ja, diese Eigenständigkeit ist in den letzten Jahren zu kurz gekommen und deswegen ist es wichtig, auch an dieser Eigenständigkeit weiterzuarbeiten. Wir haben das beim JCPOA-Abkommen, also beim Atomabkommen mit dem Iran damals gesehen. Da wollte Europa seine Softpower einsetzen, die Verhandlung. Wir waren wahnsinnig weit gekommen. Und dann durch das Agieren von der alten US-Administration stellte sich heraus, dass bei der Softpower leider nicht alle in Europa mitziehen, weil die Stärke eben in der ökonomischen Stärke nicht so da war, weil die Transaktionen, die dann hätten stattfinden müssen, nicht von europäischen Banken mehr getätigt wurden. Obwohl wir einen europäischen Finanzdienstleiter, Transaktionsdienstleiter mit SWIFT haben, war die Sorge vor amerikanischen Sanktionen größer
als die Verpflichtung zu europäischen Werten und Rechtsstandards. Und das hat unterstrichen, wie wichtig es ist, dass, wenn wir gerade unsere Softpower nutzen wollen, sie auch untermauert ist durch eine Eigenständigkeit. Und deswegen haben wir auch in unserem Grundsatzprogramm formuliert und halten das auch mit der neuen US-Administration weiter für wichtig, dass Europa daran arbeiten muss, den Euro zur globalen Leitwährung zu entwickeln. Und das setzt aber voraus, dass wir vor allen Dingen an unserer inneren Stärke weiter bauen müssen, damit das fiskalpolitisch überhaupt möglich ist. Stark zu sein im Sinne einer strategischen europäischen Souveränität bedeutet also, gut vernetzt zu sein. Und auch da steht ein großes Projekt auf europäischer Seite im Raum, die Konnektivitätsstrategie der EU als Gegenentwurf zur chinesischen Seidenstraße. Aber auch da ist es wichtig, eben zu verstehen, dass Gegenentwurf nicht bedeutet, wir wollen jetzt auch andere so abhängig machen von uns, wie das die Chinesen machen. Sondern auf Europas Stärke zu bauen bedeutet, Konnektivität zu verstehen als Kooperation, also als Vernetzung, der beruht auf freiheitlich-demokratischen Werten und der Wahrung unserer Standards. Damit ist Konnektivität also der Gegenentwurf zur Selbstbezüglichkeit, zum Rückzug und zu hochgezogenen Mauern. Konnektivität handelt für mich davon, wie Handlungsfähigkeit durch Kooperation hergestellt werden kann. Konnektivität ist eigentlich das Spiegelbild des ganzen europäischen Projektes, der ganzen europäischen Integration. Frieden schaffen auf dem europäischen Kontinent, in der Europäischen Union, durch Vernetzung, durch Verbindung. Und wir haben am Brexit gesehen, wie hart, wie eng diese Vernetzung ist. Dass es wahnsinnig schwierig ist, diese Entflechtung überhaupt wieder vorzunehmen. Und Konnektivitätspolitik ist eigentlich auch immer schon in der Außenpolitik der Europäischen Union verankert gewesen, gerade in der Entwicklungszusammenarbeit. Was aber bisher fehlte, das war das Zwischenglied, also die Verbindung eben zwischen den unterschiedlichen Konnektivitätspolitiken und der Leitlinie dahinter. Wenn ich Vernetzung als Maßstab mache in der Entwicklungszusammenarbeit, aber in der europäischen Handelspolitik einen ganz anderen Kurs fahre, dann bringt das nicht nur andere nicht mit uns nicht zusammen, sondern das konterkariert dann auch unsere eigenen europäischen Politikfelder. Daher braucht es aus meiner Sicht für eine europäische strategische Souveränität vor allen Dingen ein allumfassendes Verständnis von Konnektivität. Das heißt im geoökonomischen und geopolitischen Sinne. Und dazu zählen unterschiedliche Bereiche, die der grünen Transformation, die Digitalisierung, die zwischenmenschliche Zusammenarbeit, der Handel und internationale Standardisierung, ja, die Gesundheitspolitik und die Sicherheitspolitik. Angesichts der Zeit, das lernt man ja auch in so einem Dreivierteljahr, digitale Reden, gehe ich jetzt nicht auf alle einzelnen Politikfelder ein, sondern begrenze mich auf ein paar. Und möchte zugleich sagen, dass es wirklich eine Riesenchance ist, genau mit Blick auf diese strategische Souveränität von uns Europäern, die transatlantischen Beziehungen auf ein ganz, ganz neues Level zu führen. Weil, also ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch ging, einiges hat man ja vermutet, was Biden anders machen wird. Aber dass wirklich dieses Riesenpaket im Sinne von Build Back Better in die nationale Infrastruktur kommt, was in einer Dimension geschrieben wurde mit Blick auf nicht nur Schienenprojekte, nicht nur auf Schulprojekte, sondern vor allen Dingen auf die Frage von Transformationsprojekten. Ich finde das wirklich erstaunlich. Und zugleich, was für viele besorgt hatte, dass es dann allein den Blick auf die Innenpolitik wirft und außenpolitisch eben nicht die Bereiche da sind,
Zugleich aber dieses breite Bekenntnis zur WHO, zur Rückkehr zu den internationalen Institutionen, und zwar nicht nur pro forma, sondern mit finanzieller Unterfütterung. Das ist was, wo wir gemeinsam als Europäerinnen und Europäer mit den Amerikanern anknüpfen sollten. Denn alles, was wir neu bauen, das sollte gebaut sein auf den internationalen Institutionen, die wir haben. So viele Defizite, wie sie haben, auch immer. Aber wir können sie verbessern. Wir können auch Institutionen gemeinsam besser machen. Und die WHO hat gezeigt, wie stark es das braucht. Wir hätten niemals diesen Impfstoff entwickeln können, wenn man nicht weltweit gemeinsam zusammengearbeitet hätte. Wenn man nicht als Staaten gesagt hätte, wir tragen hier auch Verantwortung für andere Länder. Und genau da müssen wir jetzt eine Schippe oben drauf legen, dass der Impfstoff eben auch in die Regionen kommt, die es sich nicht von alleine leisten können. Weil das Vertrauen in internationale Institutionen, das haben uns auch die letzten 4 Jahre gezeigt, das ist essentiell, auch für die Demokratien direkt vor Ort. Und welche Macht von Institutionen ausgehen kann, das hat das Klimaregime der Vereinten Nationen vor 5 Jahren in Paris gezeigt. Und mit all der Werbe, mit der jetzt die neue Administration dieses Regime wieder stärken will, sollten wir auf jeden Fall dabei sein. Nicht nur für den Klimaschutz, nicht nur für die CO2-Reduktion, sondern weil uns diese Pandemie gezeigt hat, wie zerbrechlich diese Welt ist, wenn wir bei Krisen nicht zusammenarbeiten. Deswegen ist für mich die Frage der internationalen Klimazusammenarbeit in diesen Zeiten, in dieser Pandemie, vor allen Dingen auch eine Frage für internationale Zusammenarbeit. Die Mechanismen von Loss and Damage, von Adaptation innerhalb des UN-Klimaregimes, die müssen wir jetzt gemeinsam stärken. Unserem Versprechen von 100 Milliarden US-Dollar jährlich für die am härtesten von der Klimakatastrophe getroffenen Länder, die müssen jetzt kommen, weil sich ansonsten die Auswirkungen der Klimakrise mit den Auswirkungen von Corona aufs Dramatische miteinander verzahnen. Und weil es eine wahnsinnig große Chance ist, Klimaschutz als nächsten Entwicklungsstufe im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu sehen. Wir haben vor 5 Jahren schon einmal als Welt, als Industriestaaten, aber vor allen Dingen als Europäer und vor allen Dingen auch als Deutsche versprochen, unsere Klimafinanzierung elektrifiziert große, große Teile von Afrika. Und wir müssen ehrlich Bilanz ziehen, es ist viel Geld geflossen. Aber die Elektrifizierung, gerade in Afrika, findet vor allen Dingen von chinesischer Seite statt. Und prioritär nicht, um das Klima zu schützen oder um die Entwicklungsstandards zu heben, sondern um neue Abhängigkeiten zu schaffen. Das heißt, auch gerade deswegen ist die internationale Strukturzusammenarbeit, die internationale Klimazusammenarbeit eine so wichtige, weil sie immer stärker auch zu einer internationalen Sicherheitsfrage wird. Und zugleich bietet natürlich eine transatlantische Zusammenarbeit im Sinne des Klimas wahnsinnig große Chancen, die CO2-Reduktion massiv, massiv runterzubringen. Wir sind die Regionen, die historisch für die Klimakrise verantwortlich sind. Wir haben es gemeinsam in der Hand. Wir haben es gemeinsam in der Hand, hier jetzt ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und deswegen hielte ich es für essentiell, jetzt gemeinsam eine transatlantische Allianz für Klimaneutralität zu schaffen, die weltweit Standards setzt. Ich war in den letzten Jahren immer unterwegs und habe gerade auch mit vielen Gesprächen in der Wirtschaft gesagt, Leute, wir können uns alle einen globalen CO2-Preis wünschen, er wird nicht kommen. 193 Staaten der Welt werden sich nicht auf einen Preis verständigen. Aber die USA und Europa, die können sich auf einen gemeinsamen CO2-Preis verständigen. Und wenn es nicht sofort der CO2-Preis ist, dann zumindest auf einen gemeinsamen CO2-Grenzausgleichsmechanismus für beide Seiten des Atlantiks. Unser Wirtschaftsraum ist nicht nur verantwortlich für wahnsinnig viele CO2-Emissionen, sondern unser Wirtschaftsraum beträgt auch 40% des globalen BIPs. Das ist ein wahnsinnig großer Hebel für Standardsetzung. Und rein pragmatisch, rein technisch können wir eine Wasserinfrastruktur gemeinsam schaffen, Batterie-Recycling-Programme auflegen, Standards für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. All das ist möglich, wenn wir es denn gemeinsam wollen.
und wenn wir es digital von Anfang an denken. Und hier müssen wir klar und deutlich sagen, wir werden kaum weltpolitikfähig werden, wenn bei mir um die Ecke in meinem Bundesland nach wie vor das Internet zusammenbricht, sobald drei Schüler gleichzeitig auf ihre Plattform zugreifen wollen. Die Digitalisierung war eigentlich die Aufgabe unserer Zeit. Wir sehen jetzt in dieser Corona-Krise in internationalen Vergleichen mit Blick auf Versorgung von Tablets an Schulkindern, dass wir ganz da hinten in der Ecke stehen. Das heißt, die Frage von Digitalisierung ist eine, wo man gar nicht sagen kann, packen wir es endlich an, sondern wo wir auch eine Chance haben, das, was wir in der Vergangenheit eben alles nicht getan haben, jetzt durch eine starke Kooperation auch mit Blick auf die transatlantische Zusammenarbeit aufzuholen. Weil möglich ist, was vielleicht vor ein paar Jahren nicht möglich ist. Nämlich unsere eigenen Datenschutzstandards, unsere eigenen Standards von Rechtsstaatlichkeit damit ebenso zu schützen. Ich finde es wirklich interessant, was jetzt alles nochmal deutlich wird, zuletzt als ich in der Hard Aber Fair-Sendung war, was Kamala Harris schon in Kalifornien mit auf den Weg gebracht hat, mit Blick auf Digital Services Act. Wir können hier gemeinsam anpacken. Wir können hier gemeinsam anknüpfen. Auch auf europäischer Ebene ist dazu gerade ja ein legislativer Vorschlag auf dem Weg. Um gemeinsam Tech-Unternehmen zu regulieren, um Standards zu setzen und vor allen Dingen im Bereich der künstlichen Intelligenz einen großen, großen Schritt weiterzukommen. Und zugleich ist das natürlich ein absoluter Wettbewerb. Wir sollten uns nichts vormachen, dass die Amerikaner darauf gewartet haben, dass sie jetzt gemeinsam mit uns bei der KI voranschreiten. Wir brauchen hier eine europäische Cloud. Wir brauchen hier ein gemeinsames Sharing von Daten, natürlich anonymisiert. Aber ansonsten werden wir industriepolitisch diesen Anschluss nicht aufholen können. Und zugleich ist es essentiell, dass wir eben in den anstehenden Handelsfragen das immer mit im Hinterkopf haben. Dass es um Wettbewerbsfähigkeit, dass es um Rivalität von Märkten der Zukunft geht, aber eben auch, dass es um unsere Werte und eigenen Standards geht. Und da haben uns die letzten Jahre ebenso deutlich gezeigt, wie wir es besser machen können. Und das haben sie vielleicht nicht uns Grünen gezeigt, weil etliche der Dinge, die wir in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht haben, dass man zusammenarbeiten kann mit Blick auf Produkte, technische Regulierung, ohne nebenbei das Vorsorgeprinzip zu opfern, das ist jetzt immer, immer deutlicher auch in großen wirtschaftspolitischen Verbänden angekommen. Und deswegen lasst uns da noch eine Schippe obendrauf legen. Lasst uns gemeinsam definieren, wie wir gute Handelsbeziehungen beschreiben würden. Wo Menschenrechte, wo Nachhaltigkeit, wo soziale Standards im Mittelpunkt stehen. Denn wir befinden uns, und wir müssen das so deutlich aussprechen, auch in einem globalen Systemwettbewerb zwischen demokratischen und autokratischen Systemen. Und hier wird es entscheidend auf die Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA ankommen. Die Rivalität zwischen autokratischen Staaten und vor allen Dingen mit uns geht weit über wirtschaftspolitische Fragen hinaus. Sie ist eine substanzielle Frage von Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Ökologisierung gegenüber illiberalen und repressiven Systemen. Und deshalb wird es entscheidend sein, wie die nächsten Abkommen formuliert sind, was da drin steht und was nur in freiwilligen Anhängen verankert ist. Und ja, deswegen habe ich es wirklich für einen Fehler gehalten, dass die EU über Weihnachten dieses Abkommen mit den Chinesen abgeschlossen hat. Ein Investitionsabkommen, wo es vorher immer hieß, es wird auf Reziprozität basieren, wo dann gesagt wurde, ja, da steckt ganz viel Reziprozität drin, aber wenn man genau reinschaut, ist es rudimentär verankert. Und wo eben die Frage von Zwangsarbeit nicht so formuliert ist, wie in anderen Abkommen, die Europa auch schon geschlossen hat.
Und wenn wir jetzt nichts einfach nur beschönigen wollen, dann ist es essentiell, dass bei den Punkten, wo wir einiges heilen können, nämlich bei der Frage Investment Screening, Anti-Dumping, Anti-Subsidies, alles Regulierung, die auf dem europäischen Tisch liegt, mit Blick auf den europäischen Binnenmarkt und die Fragen für Drittstaaten, dass wir da ganz genau hinschauen. Und dass aus Deutschland dafür eine ebenso massive Unterstützung kommt wie für das EU-China-Investitionsabkommen. Denn wir dürfen uns nichts vormachen. Wir werden uns nicht entkoppeln können von China, das ist vollkommen klar. Aber ebenso dürfen wir nicht blind sein vor den Investitionen, die nicht nur weltweit getätigt werden, sondern gerade auch vor den Investitionen, die innerhalb der Europäischen Union oder in unserer Nachbarschaft getätigt werden. Die, und das ist das Prinzip der Seidenstraße, anders als das Konnektivitätsprinzip der Europäischen Union, wirtschaftliche und vor allem politische Abhängigkeiten schaffen sollen. Durch Aufkäufe und häufig auch durch Kredite, durch Debt Traps oder eben durch kritische Infrastruktur. Der Hafen von Piräus, der klingt so wie von einer fernen Zeit, aber der wiederholt sich auch jetzt 2020, 2021 in Stromnetzen, in Telekommunikationsnetzen oder eben auch in Kohlekraftwerken direkt vor unserer Haustür in Belgrad. Wir müssen da hinschauen und wir müssen unsere Regeln, die wir für uns gemeinsam geschaffen haben als Europäer für den Binnenmarkt, auch auf China anwenden. Und ja, wir müssen für unsere eigene Sicherheit in unserer Nachbarschaft sorgen können. Das waren ja auch gerade die Umfragen, die da getätigt wurden, dass das ganz oben mit bei allen Zuhörenden rankt. Weltpolitikfähigkeit bedeutet natürlich vor allem auch für seine eigene Sicherheit sorgen zu können, in seine eigene Nachbarschaft zu schauen. Und es wird klar sein, dass die neue US-Administration eben nicht Priorität allein auf die Krisenbewältigung in der Nachbarschaft in der EU legen wird. Und auch nicht, davon ist auszugehen, angesichts der hohen Erwartungen und Notwendigkeiten in der Innenpolitik, im Nahen Osten, in Nord- und Westafrika, im Mittelmeerraum. Das ist unsere Nachbarschaft. Da müssen wir gemeinsam hinschauen. Und deswegen die Instrumente, die eigentlich mal so stark waren in der Europäischen Union, vor allen Dingen die Nachbarschaftspolitik hin zu unserer östlichen Nachbarschaft, aber eben auch zu einer gemeinsamen europäischen Nachbarschaftspolitik mit Blick auf den südlichen Raum, den Mittelmeerraum ausweiten. Und Sicherheit bedeutet auch da immer wieder Softpower, Human Security, ein Konzept, was ein bisschen aus der Mode gekommen ist, weil es so nicht einfach funktioniert hat. Aber das heißt ja nicht, dass das Konzept falsch war, sondern die Frage von Sicherheit in unserer Nachbarschaft natürlich auch als eine Frage von wirtschaftlicher Entwicklung zu sehen, die Chancen zu sehen, die es dort auch gibt mit Blick auf Energiepartnerschaften. Wenn wir uns unabhängig machen wollen von fossiler Energie, dann brauchen wir erneuerbare Energien überall in Europa. Aber wir brauchen vor allen Dingen auch Energiepartnerschaften mit anderen Ländern. Wir brauchen eine Möglichkeit für Menschen, zu uns zu kommen, nicht nur übers Mittelmeer, sondern über humanitäre Visa und humanitäre Kontingente, aber eben auch endlich und vor allen Dingen nach Deutschland, weil das in anderen europäischen Ländern, vor allen Dingen in Südeuropa, schon längst gang und gäbe ist, über Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Auch all das ist Sicherheitspolitik, auch all das ist Nachbarschaftspolitik. Und es ist Nachbarschaftspolitik, wenn man nicht aus individuellen nationalen Interessen die Augen dafür verschließt, dass eine Pipeline gegen eins unserer Nachbarländer konkret in ihrer Sicherheit gerichtet ist. Nord Stream 2. Wir haben da viel in der Stiftung, Sie und wir haben viel darüber diskutiert, aber man muss es immer wieder deutlich sagen. Man kann keine kohärente gemeinsame europäische Außenpolitik machen, wenn das größte Land, wenn der größte wirtschaftspolitische Akteur diese unterläuft und konterkariert.
Solange die deutsche Bundesregierung an Nord Stream 2 festhält, wird es keine gemeinsame europäische Russlandpolitik geben können. Solange die deutsche Bundesregierung an Nord Stream 2 festhält, werden all die Sanktionen, die wir bereits verhangen haben, und dann werden auch keine neuen Sanktionen helfen, mit Blick auf die Ukraine, aber auch mit Blick, was innenpolitisch gerade in Russland passiert, oder auch mit Blick auf Belarus, keinen Sinn haben. Deswegen bedeutet auch hier Kohärenz, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftspolitik, Außenpolitik und insbesondere, dass Regionalpolitik vielleicht keine Außenpolitik machen sollte. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, und auch das war einer der schönen Momente in dieser Pandemie, hat Ende des Jahres vor dem Deutschen Bundestag gesprochen und nochmal deutlich gemacht, wie sehr unser Frieden in Europa mit den Vereinten Nationen zusammenhängt und die Vereinten Nationen mit dem Frieden in Europa. Und mir ist da nicht nur als Grüne das Herz aufgegangen, sondern mir ist da gerade auch als Völkerrechtlerin das Herz aufgegangen, weil er immer wieder daran erinnerte, was unsere Verantwortung ist. Verträge, die unter dem Dach der Vereinten Nationen geschlossen wurden, aufgrund der deutschen Geschichte, aufgrund des deutschen Angriffskrieges, die Charta der Vereinten Nationen, aber eben auch als Lehre dessen die Flüchtlingskonvention und eben auch die vier Genfer Konventionen zum humanitären Völkerrecht. All das ist auch unsere Verantwortung als Europäer, aber vor allen Dingen als Deutsche in Europa. Und deswegen bedeutet Sicherheitspolitik gerade in diesen Zeiten eben auch das internationale Recht stark zu machen, es immer wieder zu unterstützen, auszubauen, weiterzuentwickeln, gerade in schwierigen Zeiten. Und daher möchte ich an dieser Stelle, bevor ich zur Sicherheitspolitik im engeren Sinne komme, einmal sehr, sehr deutlich machen, dass es kein Zufall ist, dass das humanitäre Völkerrecht und die vier Genfer Konventionen sehr genau unterscheiden zwischen Kombattanten, also Soldaten, und Zivilisten. Weil sie darüber definieren, was in Kriegen erlaubt ist und was nicht. Und was nicht erlaubt ist, sind Massenvernichtungswaffen. Weil sie eben nicht unterscheiden zwischen Zivilisten und Kombattanten, sondern sie alles zerstören. Und daher möchte ich aus gegebenen Anlass an dieser Stelle einmal sehr, sehr deutlich als Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, aber eben auch als Völkerrechtlerin, unser neues grünes Grundsatzprogramm zitieren. Unser Anspruch ist nichts Geringeres als eine atomwaffenfreie Welt. Abrüstung und Rüstungskontrolle bedeuten global mehr Sicherheit für alle. Dafür schlägt nochmal doppelt das Herz der Völkerrechtlerin, braucht es ein strenges Regelungswerk zur Abrüstung und zum Verbot von chemischen, biologischen und nuklearen Massenvernichtungswaffen. Der Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag und die Stärkung des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages gehören dazu. Und dazu gehört auch Deutschland frei von Atomwaffen und damit ein zügiges Ende der nuklearen Teilhabe. Und als Parteivorsitzende der Grünen und ebenso als Völkerrechtlerin weiß und sage ich auch, hehre Ziele auf dem Papier allein das Rüsten noch nicht ab. Für das Ziel eines atomwaffenfreien Europa muss hart gearbeitet werden. Und zwar gemeinsam mit unseren internationalen und europäischen Partnern. Wir wissen auch, dass der Weg zum Abzug der Atomwaffen aus Deutschland von vielen Meilensteinen begleitet sein wird. Dazu gehört beispielsweise die internationale Initiative zur Reduzierung der Zahl von Atomwaffen, ein Verzicht der NATO auf jeden Erstschlag sowie eine breite öffentliche Debatte über die veraltete Abschreckungsdoktrin des Kalten Krieges. Und weil wir als Deutsche eine ganz besondere allianzpolitische Verantwortung für die europäische Sicherheit tragen, gerade unseren osteuropäischen, gerade unseren baltischen und polnischen Freunden gegenüber, müssen wir das gemeinsam angehen, gemeinsam besprechen. Aber da ist dieses Window of Opportunities. Da ist diese Chance, es besser zu machen.
trotz allem, gerade wegen allem. Und ich will, dass wir das nutzen. Politik heißt immer, wir haben es selbst in der Hand. Es liegt an uns, ob wir neue Türen und Fenster öffnen oder ob wir sie geschlossen halten. Und ich meine auch da, wenn wir uns die letzten Tage anschauen mit Blick auf die USA, wer hätte darauf gewettet, dass das Erste, was mit angesprochen wird im Telefonat zwischen Biden und Putin, ausgerechnet der New Start-Vertrag ist. Daher ist mein außenpolitisches Ziel in diesem Jahr, den Boden zu bereiten für eine nachhaltige Diskussion über Sicherheit und Stabilität in Europa. Ja, ich will, dass Deutschland mit einer gelungenen Kombination aus Rüstungskontrolle und Rückversicherung zur nuklearen Abrüstung beiträgt. Und wir stecken mittendrin im NATO-Reflexionsprozess. Wir sind mittendrin zu analysieren, was sind eigentlich die Gefahren unserer Zeit? Was bringt eigentlich Sicherheit im 21. Jahrhundert? Und es ist mittlerweile, die einen sprechen es lauter aus, die anderen weniger laut aus, sehr, sehr deutlich geworden, dass wir allein mit einem immer mehr nicht zu mehr Sicherheit beitragen. Die europäischen NATO-Staaten geben 4-mal so viel für Rüstung aus wie Russland. Die USA haben 30 Waffensysteme und Europa 178. Da ist irgendwie was schief. Das heißt, wir müssen über ein Rebalancing der Lasten reden. Wir müssen darüber reden, was eigentlich Pooling und Sharing bedeutet von Fähigkeiten. Und nicht einfach nur immer mehr obendrauf in den Verteidigungsetat. Und wenn man sich mal solche BIP-Prozentziele mitten in dieser Corona-Krise anschaut, die Wirtschaft bricht ein, damit steigen automatisch die Militärausgaben, ohne dass irgendwas neu angeschafft wurde. Und selbst wenn es neu angeschafft wird, aber nicht zum Einsatz und Nutzen kommen kann, bringt es einen weniger an Sicherheit. Oder ich sage es mal ganz simpel als Frau an dieser Stelle. Ich kann mir so viele High Heels kaufen, wie ich will. Wenn ich darin nicht laufen kann, komme ich auch kein Stück weiter. Und deswegen muss es jetzt darum gehen, wenn wir über unsere gemeinsame Sicherheit reden, wenn wir darüber gemeinsam reden, wie wir sie selber sicherstellen können, vor allen Dingen darüber zu reden, welche Aufgaben von der NATO überhaupt erfüllt werden müssen, wo wir als Europäerinnen und Europäer unsere Fähigkeiten bündeln können und vor allen Dingen sollten. Und vor allen Dingen, wie wir den neuen hybriden Bedrohungen begegnen. Und auch da ist, glaube ich, ein neues Fenster aufzustoßen, nicht nur in der NATO. Können wir auch erstmal ganz bei uns selber anfangen. Die Frage von hybriden Bedrohungen wabertete eine ganze lange Zeit zwischen den Ressorts der Bundesregierung so hin und her, obwohl sie keiner, weil sie keiner richtig haben wollte. Und man kann sie wahrscheinlich auch überhaupt nicht zuordnen. Hybride Bedrohungen bedeuten, wie ich im Sommer gelernt habe, als ich bei unserem Netzverteiler in der Region war, wo es eigentlich um die Frage, wann ist das Netz stabil genug mit Blick auf den Kohleausstieg und 100% Erneuerbare gesprochen habe, wo mir deutlich gemacht wurde, die größte Gefahr für dieses Netz ist nicht die Instabilität mit Blick auf die Einspeisung von erneuerbaren Energien, sondern die täglichen Hackerangriffe auf diese kritische Infrastruktur. Und wir haben nach wie vor noch nicht mal eine Zuständigkeit in der Bundesregierung, wie wir mit dieser Sicherheitsfrage angehen. Weil eigentlich liegen die Netze ja irgendwie im Wirtschaftsministerium und eigentlich ist es eher eine Frage von Energiepolitik und Klimapolitik an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir über hybride Sicherheitslagen reden, dann müssen wir das in der NATO tun, aber dann müssen wir vor allen Dingen auch bei uns sicherstellen, dass wir in Zukunft Kompetenzzentren schaffen für diese Fragen von kritischer Infrastruktur, für diese Fragen von Resilienz, von Cyberangriffen. Und das als großer Beitrag dann wieder für uns gemeinsam als Europäer, weil wir werden auch solche hybriden Bedrohungslagen nicht alleine als Deutschland lösen können. Und ich glaube, als Zeichen dessen zu sagen, ja, auch wir kümmern uns gemeinsam stärker in Zukunft um unsere Sicherheit, wäre zum Beispiel der Aufbau eines europäischen Cybersicherheitszentrums sehr, sehr sinnvoll, um die Fähigkeitslücken in Europa in diesem Bereich zu schließen und eben einen europäischen Beitrag an der Lastenteilung weiter auszubauen. Und es gibt ja bereits ein Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in der EU, was dafür einen guten Grundstein legen könnte.
Ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht, dass wir mitten in dieser Corona-Situation, mitten in dieser Situation, wo wir auf der anderen Seite Regionalkonflikte uns herum sehen, die wir jahrelang nicht gelöst haben. Syrien, der Nahe Osten, Libyen, Bergkarabach. Ja, all das waren Momente, wo Europa nicht stark genug hingeschaut hat. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht in Zukunft besser machen können. Und darum wird es gehen. Darum wird es gehen in diesem Jahr. Darum wird es gehen in den nächsten 5 Jahren. Es gibt jetzt eine neue US-Administration in den USA. Wir wählen in Deutschland im September den Deutschen Bundestag und damit die deutsche Regierung neu. In Italien gibt es wahrscheinlich Neuwahlen. In Frankreich wird 2022 gewählt. Es wird auf diese nächsten 5 Jahre ankommen. Und da ist ein Fenster der Möglichkeiten. Ein Fenster, was uns deutlich zeigt, wir müssen und wir können und wir sollten global zusammenarbeiten. Und wir sollten als Europäer dafür gemeinsam Verantwortung übernehmen. Wir werden nicht alle Probleme der Welt lösen können. Aber wenn die EU jetzt weltpolitikfähig wird, wenn wir unsere strategische Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen, dann können wir gemeinsam als Europäer in diesem neuen Jahrzehnt unseren Beitrag für eine bessere Welt leisten. Und ja, ich will das. Herzlichen Dank, Annalena Baerbock, für diese Tour d'Horizon. Während du gesprochen hast, habe ich viele Fragen im Chat gesehen, in unserem Frage- und Antwort-Tool. Ich glaube, viele da draußen haben jetzt Fragen, aber das Privileg, dir Fragen zu stellen, hat heute nur eine. Und das ist Florence Gaub, die uns aus Paris zugeschaltet ist. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie hat einen sehr schönen französischen Namen. Florence ist aber Deutsche. Das Interview wird in Deutsch sein. Sie ist die stellvertretende Direktorin des European Union Institute for Security Studies, was sowas Ähnliches ist wie der Think Tank der EU. Und ich würde jetzt Florence das Wort geben. Was hast du aus dieser Rede mitgenommen? Annalena, du hast uns ja wahnsinnig viel auf den Weg gegeben und ich kann mir vorstellen, Florence ist jetzt neugierig und over to you, Florence, nach Paris. Danke, Giorgio. Ich habe viele Fragen, aber leider nicht so viel Zeit, wie ich gerne hätte dafür. Annalena Baerbock, ich hätte als erstes würde ich gerne auf die China-Frage eingehen. Sie hatten ja angesprochen, jetzt diese Grundsatzeinigung zum Thema China, wo ich denke, da kann man bestimmt noch einiges rausholen. Die Regierung in China hat das ja alles sehr als finales Ergebnis hingestellt. Von der EU-Seite ist eher so, dass dadurch noch einiges dran zu schrauben gilt. Aber darüber hinaus, ich glaube, Europa ist sehr gespalten, was jetzt China betrifft. Wir haben auch eine Umfrage von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich glaube, wenn wir die mal uns kurz anschauen können, genau hier ist sie, dann ist nicht eindeutig, wie China eingeschätzt wird. Ist es jetzt eine Bedrohung? Ist es eine Chance? Wie würden Sie diesen Spagat lösen? Während ich Sie noch mal kurz ausdringen lasse, sage ich vielleicht noch kurz, als Anekdote, die Taz am Samstag hat einen Artikel gehabt, ein What-If-Szenario, was wäre, wenn Sie Kanzlerin wären? Und lustigerweise war da relativ wenig zur Außenpolitik drin, beziehungsweise gar nichts. Was mich hat zum Nachdenken gebracht, heißt es etwa, dass die Zukunft ist quasi in der Hinsicht schon geschrieben, die friedenspolitische Zukunft. Aber was machen wir mit China ganz konkret? Ja, die außenpolitischen Fragen sind eigentlich ja die zentralen politischen Fragen, spielen aber oft in Wahlkämpfen nicht so die große Rolle. Das erlebe ich auch immer wieder. Nichtsdestotrotz wird es für uns die zentrale Frage in den nächsten Jahren sein und auch mit Blick auf China. Wir werden das nur sehr bedingt in der Hand haben, wie die Entwicklung auch in China ist. Ich meine, so realistisch muss man auch sein, dass das mit Blick auf die eigene Volkswirtschaft in China eine rasante Entwicklung gegeben hat und dass gewisse Entscheidungen in autokratischen Regime einfacher sind. Das sehen wir jetzt auch in dieser
Pandemiebekämpfung. Deswegen werden wir in manchen Stellschrauben einfach nichts ändern können, weil wir in einer Demokratie leben. Aber daher ist es umso wichtiger aus meiner Sicht, dass wir mit Blick auf die Frage von unseren eigenen Werten und Standards diese eben entsprechend auch deutlich machen in entsprechenden Handelsabkommen. Natürlich ist der Punkt immer und die große Sorge auch der deutschen Industrie, wenn wir dann in China keinen Marktzugang mehr haben. Aber auf der anderen Seite ist China auch nach wie vor abhängig von Europa, gerade mit den Produkten, die sie wiederum herstellen. Und ja, deswegen halte ich das, was in dem Abkommen geschlossen wurde, ist an vielen Stellen für nicht ausgereizt genug, vor allen Dingen angesichts dessen, dass es jetzt ja eine ganz neue Situation auch mit der Wahl in den USA entsprechend gegeben hat. Aber das hatte ich in der Rede versucht deutlich zu machen. Es wird vor allen Dingen jetzt darauf ankommen, in den nächsten 2 Jahren, weil dieses Abkommen ist ausgeschrieben, dass wir mit Blick auf die Gesetzgebung, die wir in Europa für den Binnenmarkt haben, diese dann auch entsprechend nutzen, um eben Investitionen gerade in kritische Infrastruktur entsprechend unserer Werte hier dann auch sicherzustellen. Damit kommen wir zu einem anderen Thema, was eigentlich im Zentrum von grüner Politik steht oder Außenpolitik, Friedenspolitik. Wir haben momentan 120 Konflikte in der Welt. Die EU, also ich rede jetzt wirklich von der EU als Kollektiv, nicht von einzelnen Mitgliedstaaten, wo wir wissen, dass sie zum Teil andere Politiken fahren, hat ja eigentlich eine, also zumindest in den Grundsätzen her, eine sehr grünfreundliche Politik, also sagt zumindest Konfliktprävention, kein Einsatz von militärischen Mitteln etc. etc. Fakt ist aber, wie Sie auch schon angedeutet haben, in Konflikten in der Nachbarschaft, aber auch anderswo, hat sich diese Politik als nicht so wirksam erwiesen, wie wir gehofft haben. Also Verhandlungen alleine haben da jetzt leider bisher nicht so viel erreicht. Könnte ich vielleicht hier die zweite Umfrage auch wieder haben? Also es kam auch von der ersten Umfrage natürlich schon wieder klar raus. Wir haben einfach eine sehr polarisierte Landschaft, wenn es geht um nicht nur militärische Mittel einsetzen, sondern auch militärisches Budget. Das ist ein Spagat, wo ich mich frage, wie bringen Sie die grüne Friedenspolitik 5.0 quasi aufs Tapier? Also wie könnten Sie, also vor allem in Brüssel, denn es geht ja dann auch noch um die 26 anderen, wie kann man europäische Konfliktpolitik effizienter machen? Indem man als allererstes versteht, dass Außenpolitik und Friedenspolitik keine One-Size-Fits-All-Politik ist, weil die Konflikte alle komplett anders gelagert sind. Und ich hatte vorhin das ja nur kurz angerissen in meiner Rede mit Blick auf das Konzept der Human Security. Aus meiner Sicht waren wir als Welt an einem Punkt, wo wir genau diese Frage, wie gehen wir mit der Wahrung von Menschenrechten, wie gehen wir mit der Sicherstellung von der menschlichen Würde um und zugleich mit der Anwendung von Militär in den Fällen, wo durch Militär noch Schlimmeres verhindert werden kann. Und das ganze Konzept der R2P, also der Responsibility to Protect, die ja eben die Komponente ganz stark mit drin hat, Responsibility to Prevent, also erstmal dafür zu sorgen, Konflikten vorzubeugen. Und das muss man schon sagen, es ist ja nicht so gewesen, dass die Europäische Union in den letzten Jahren wahnsinnig viel Konfliktpräventionspolitik betrieben hätte und damit komplett gescheitert ist und dann alles eskaliert ist, sondern wir haben in sehr, sehr vielen Bereichen ja auch gesehen, dass man eben bei der Konfliktprävention nicht mit vollem Herzen dabei war. Und es ist natürlich ein ziemliches Desaster, wenn mit Blick auf gewisse Regionen dann auch unterschiedliche europäische Länder an unterschiedlichen Strängen ziehen, weil dann nivelliert sich eine Präventionspolitik. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wirklich so entscheidend, dass wir mehr europäisch mit einer Stimme sprechen. Deswegen ist jetzt, um einmal rein ein bisschen härter zu werden, institutionell für uns so wahnsinnig wichtig, dass wir auch im Bereich der Außenpolitik zu Mehrheitsentscheidungen auf der Europäischen Union kommen, um dann die Handlungsunfähigkeit, die wir in den letzten Jahren in einigen Bereichen gesehen haben, entsprechend auch aufzuheben. Meine letzte Frage ist eigentlich meine Lieblingsfrage. Es geht um die Klimadiplomatie. Sie haben es vielleicht gesehen, Sie haben es auch angesprochen. Es hat auch wieder jetzt gestern oder vorgestern gab es wieder eine Erklärung dazu, dass die EU
Klimaschutz in ihrer Außenpolitik zur Priorität machen will. Ich selber arbeite ja zum Nahen Osten, also eine Region, Sie haben ganz richtig gesagt, wir als Industrieländer haben den Klimawandel quasi ausgelöst oder verursacht. Aber wenn Sie sich anschauen, die arabischen Länder sind beim CO2-Ausstoß mittlerweile auf europäischer Ebene und der Trend geht immer weiter nach oben. Wenn Sie in der Region Leute befragen, dann ist für die Klimaschutz absolut gar keine Priorität, was dramatisch ist. Was würden Sie vorschlagen, können wir tun, um solche, erstmal überhaupt die Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass es da ein Problem gibt? Weil ohne die Aufmerksamkeit kommen wir gar nicht erst dazu, dass sich da irgendwas ändert. Ja, sie ist natürlich unterschiedlich. Ich meine, die Regionen, die dann von der Klimakrise hart betroffen sind, die erleben es natürlich hautnah und live und in Farbe. Das haben wir auch gesehen, was das bei uns für einen Bewusstseinwandel ausgelöst hat, als wir hier ein paar Mal in Folge solche Dürresommer hatten, dass die Landwirte entschädigt werden mussten. Aber auf der anderen Seite, aus meiner Sicht geht es jetzt nicht darum zu sagen, so, wir erklären euch jetzt mal, wie das ist, sondern wir importieren ja nach wie vor massive Ölimporte aus diesen Ländern. Das heißt, wenn wir hier einen Switch vornehmen in unserer eigenen Energiepolitik, wird das schon rein ökonomisch eine sehr, sehr deutliche Sprache sprechen, aber positiv formuliert. Auf der anderen Seite, wir haben in Marokko das größte Solarkraftwerk der Welt. Im Übrigen haben viele Europäer immer gesagt, das würde stark mit der Unterstützung der Europäischen Union gefördert werden. Das wird es auch zum Teil, aber das meiste Geld, was auch da drin steckt, kommt aus China, auch in diesem großen Projekt. Aber darüber hinausgehend ist es schon so, dass wir mit Energiepartnerschaften natürlich auch gemeinsam an der Strukturpolitik arbeiten müssen. Ich meine, da muss man ganz genau hinschauen, auch wenn jetzt alle über Wasserstoffimporte reden. Es kann nicht sein, dass wir in andere Länder gehen und sagen, wir bräuchten jetzt mal grünen Wasserstoff und nach wie vor ist die Hälfte der Bevölkerung nicht mit Elektrizität versorgt, sondern das müssen wirklich dann in Energiepartnerschaften auch im gegenseitigen Interesse sein. Ja, und da gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit neuen Ideen zu spielen, wie zum Beispiel Sanktionen gegen Staaten, die abholzen im großen Stil oder andere klimaunfreundliche Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, wir haben schon leider keine Zeit mehr, Frau Baerbock. Ich hätte mich gerne noch länger mit Ihnen unterhalten, aber vielen Dank, dass Sie mir heute ein paar Antworten geleistet haben. Ich habe zum Teil welche aus dem Chat übernommen und damit gebe ich zurück an Giorgio. Vielen Dank, Florence Garb, und vielen Dank auch an Annalena Baerbock. Das war wirklich fantastisch und wir haben jetzt sehr viel zum Nachdenken. Meine Kollegin Corinna hat mir davor im Chat geschrieben, wir lassen jetzt Menti weg. Aber Corinna, wenn du es schaffst, mein Video war nicht an, Entschuldigung. Meine Kollegin Corinna meinte, wir sollten Menti weglassen, aber wenn es noch möglich ist, ich schaue mal in diese Richtung, würde ich doch gern mit Ihnen eine Frage nochmal erörtern. Und dazu, liebe Corinna, vielleicht blenden wir wieder die Folie ein, wie man an dieser Umfrage teilnimmt. Weil es wäre gut, ich würde Sie gern zu einer Frage einbinden, um damit auf die Schlussgerade gehen. Das heißt, Sie sind jetzt inzwischen recht erfahren. Das heißt, Sie können entweder den QR-Code scannen oder menti.com in Ihrem Smartphone oder Browser eingeben und den Code 592170. Und da werden Sie eine Frage finden, die auch zentral war für unsere Tagung und die auch zentral war in der Keynote von Annalena Baerbock. Nämlich, wie viel Softpower, wie viel Hardpower brauchen wir, um zu bestehen? Annalena Baerbock hat sehr stark die Softpower betont, die eine europäische strategische Souveränität braucht. Aber wie es oft so heißt, es wird wahrscheinlich eine angemessene Mischung brauchen. Und was uns natürlich interessiert, die EU hat eine gewisse Softpower bereits, eine gewisse Hardpower. Wo muss sie nachlegen? Und jetzt bin ich doch auch gespannt, wie Sie sich entschieden haben. Corinna, können wir Ergebnisse visualisieren? Sehr gut. Das heißt, wir haben als Ergebnis etwas, was auch Annalena Baerbock angedeutet hat. Die EU soll verstärkt in Softpower
investieren, um zu bestehen, um ihre Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Ergebnis. Eben, Sie sehen, das Ganze ist eben sehr stark, also der Scheitelpunkt ist rechts, also Richtung Softpower. Es ist ein sehr interessantes Ergebnis, mit dem ich jetzt sehr gerne mit Ihnen allen in die Schlussgerade gehe. Schlussgerade heißt, wir machen ein Abschlussgespräch mit einer Analystin aus Rom, Dr. Nathalie Tocci, und für dieses Abschlussgespräch wechseln wir auch die Sprache. Das heißt, ich selbst werde jetzt in Englisch weitersprechen. And I welcome Nathalie Tocci from Rome. I already see that she's online. I don't see her picture. Here she is. Benvenuta, Nathalie. Welcome, Nathalie. And we are very honored to have you with us for this final wrap-up, because you are probably the ideal person to discuss these big European foreign policy issues with us. In the chat, participants see your biography, and which says that you are the director of the Istituto Affari Internazionali in Rome, you are an honorary professor in Tübingen, Germany, but you are the main author of the current EU global strategy, and therefore best suited to comment on many things and many questions which arose during our discussion. You just saw the poll we made on soft power and hard power, which is a kind of a central question of our event. And if I asked you the question, I asked participants, does the European Union need more soft power or more hard power to maintain its independence to in the next year? What would be your answer? Nathalie Tocci from Rome. Well, thank you so much, and it's a real pleasure to be with all of you today. I would answer as follows. Now, the European Union does and will continue to mainly exert its autonomy through soft power. If by soft power, basically, we mean everything that falls into the box of trade, of aid, of political dialogue, digital, of climate, of energy. I mean, you know, there's a range. Essentially, every single policy area has its external dimension, and most are of a soft nature. So that's mainly the way in which the European Union does and will continue to exert soft power. And, you know, let's face it, I think even in these areas, there is already, particularly if we have in mind the idea of autonomy, quite a lot of work to do. You know, we have a lot of work to do to promote more the international role of the euro, to ensure that our Green Deal, our EU Green Deal, develops its external dimension. For instance, we talk about a carbon border adjustment tax. Does it make sense only to talk about it internally in Europe? Or does it only make sense actually to think about it also as an international strategy? So whether we're talking about, as I said, you know, trade, now we've just signed a comprehensive agreement on investment with China, how do we ensure that we actually do implement a level playing ground? Now, all this falls into the box of soft and the development of soft power. But to the question, where does hard power fit into all of this? Well, it's clear that this will always be, in a sense, a residual element of European foreign policy. But I don't think we should deny the fact that this is precisely the area where we have to do most catch-up. So yes, it's true that we have to develop further our soft power in the optic of autonomy, as I was highlighting before. But it's also true that on those soft power instruments, we're actually relatively well-placed. You know, we can always do more and do better, but we're relatively well-placed. When it comes to hard power, particularly at European level, not so much at member state level, well, frankly speaking, we lag behind quite significantly compared to other global powers. So even if the answer to the question is we will continue to mainly use soft power, and therefore we have to develop it further, because there is so much catch-up that we need to do on the hard power side, we can't simply pretend that that's a secondary priority. Thank you, Nathalie.
On the hard power question, on the first day of our event, we had an interesting discussion between a Polish and a French analyst. Both agreed that Europe needs more hard power, but the Polish take was, we need more hard power with the US in Europe, with a strong transatlantic link. Whereas the French said, well, probably it might be that we won't have a choice in future and have to develop these hard power capabilities on our own. Now, what is your take in this so-called strategic autonomy debate? How much US do you want to see in a future European security? You know, I must say that this debate, which in a sense also, I mean, if we rewind back a couple of months ago, you know, this was at the essence what the spat between President Macron and your defense minister was all about. And to be honest, I personally think that this is a false debate because no one, you know, I think if pushed, not even the French, would think that it is reasonable to assume that in the short or medium term, Europeans can really do everything on their own. By everything, I include territorial defense and I include nuclear deterrence, which I realize that in this particular, amongst this particular audience is a complicated subject, but it's very clear that it is part of the menu. So no one really assumes that this is something that Europeans can realistically, even if we wanted to, let's assume that we wanted to, but even if we did want to, we would not be able to do it on our own. And therefore, it's clear that the United States will continue to be an essential component of European security and in the defense of Europe, not only European defense, in the defense of Europe. But I think it is absolutely not only reasonable, but it would be irresponsible to assume that the role of the United States in Europe will continue to be as it was over the last 70 years, forever and ever, amen. Because the world is changing, the United States is changing, its main concern, strategic priority is going to be China moving forward. And therefore, as Europeans, it would be, as I said, incredibly irresponsible to simply sit back and just assume that what happened in the past will continue moving forward. So I think it's absolutely essential that we assume greater responsibility, that we assume greater risk, even if at the back of our mind, we have very clear that the transatlantic element of our security and defense is going to continue to be important moving forward. In fact, I would turn the point exactly the other way around in saying that moving forward, it is only if Europeans do more autonomously on security and defense that they can hope to maintain a strong transatlantic bond across the Atlantic. Thank you. You mentioned before the highly controversial issue of nuclear deterrence, but we are, you know, we should discuss it. It's something which it's a hot potato here in Germany, but it's an issue I think which regards all of us. We have U.S. nuclear weapons on German soil. We have more U.S. nuclear weapons on Italian soil. They are part of a concept which many people think is outdated, which is the US nuclear umbrella. And if you just mentioned before, we have to prepare for changes of US commitment in Europe. What is your take on the US nuclear umbrella to Europe, to Italy, your country, and also my country where I was born, and Germany? Should we rely on it? Should we abandon it? Should we, I don't know, abolish it and just withdraw the weapons? What is your take, Natalie Tacci? Well, look, I mean, the short answer is I don't know. The slightly more articulate answer behind I don't know is that I think that precisely because in Europe, there are only two states that have nuclear capabilities, and one of them has left the European Union. This means that there are only a handful of people in Europe that actually know anything about the subject. So I think that the place to start is actually to begin
a European dialogue on nuclear questions. And from that internal dialogue and the expertise that one develops, then one can have an informed discussion as to what we as Europeans should collectively do. As you said, is it about simply continuing to assume that we will live under the American nuclear umbrella? Should we be thinking about Europeanizing the French nuclear deterrent? I mean, you know, there are obviously different options on the table there, but the starting point is that there needs to be more than a handful of people in a couple of states in Europe that actually know anything about the subject matter. So to me, that is the place to start, really. So we need a debate. That's your point. We need a frank European debate on our nuclear future. Exactly. Let me conclude with a big question. And I'm asking this question to the author of the current EU global strategy. You are currently an advisor of Josep Borrell. You are an advisor to Mogherini. And I think the strategy is like 4 years old now. World has changed. And if Borrell now tasked you to say, Natalie, I need an update of this strategy, and what would be the three biggest changes you would apply to the current EU global strategy if you, you know, if you were tasked to review it and to update it? Well, what I actually said to Borrell, even before he asked me, is we don't need a new strategy. And it is not that we don't need a new strategy because the world hasn't changed. I mean, I think, you know, as you rightly said, you know, the strategy was written, it took into account Brexit, but it was published 48 hours before the referendum, it came out, you know, sort of four months before the election of Donald Trump. Now Trump is gone, Biden. So obviously there is, you know, a pandemic, a lot has changed. But the truth of the matter is that if one goes back to, you know, what were the ultimate priorities of the strategy? The security and defense of Europe, has that changed as a priority? No, I would say. The resilience of states and societies in our surrounding regions, has that changed as a priority? No. In fact, I would say, I would add to that, that it's our own resilience that we have to kind of also, you know, think as much about. Have we changed our approach to conflicts and crises in our neighborhood? Well, no, it's still about an integrated approach to those conflicts and crises. Have we changed our approach to regional cooperation or multilateralism? No, in fact, these would become even more important priorities at a time in which multilateralism is being undermined. So what is it really that has changed? To me, the real change that needs to take place is not in the paper, it's not in the words, it's in the action. Which is why my answer to your question and my response to Borrell himself, let's stop talking, you know, let's start acting. We know what we have to do. But at times as Europeans, and particularly as European Union, we love the production of documents. You know, it gives us the illusion that we act. And so we produce strategies and sub-strategies and implementation plans and action plans. And now we have a strategic compass and compacts. And we keep ourselves busy with this production of paper, giving ourselves the illusion that that is action and preparing ourselves for the next crisis. Hey, but the crises are out there already. You know, there is Ukraine, there is Libya, there is Syria, there is now Nagorno-Karabakh, there was Lebanon over the summer. What did we do? Nothing. So do we need more strategies, or do we have to actually say, hey, this is the just do it moment. It's about the action, it's not about the paper. Thank you so much, Natalie Tocci. You said we should stop talking. We should become more active. We unfortunately have to stop talking now because we are getting close to our end. Thank you so much to Natalie. Grazie mille. And best wishes to Rome. Und damit kommen wir auf die Schlussgerade. Ich spreche jetzt wieder Deutsch. Und
ich denke, ich kann mich jetzt langsam von Ihnen verabschieden. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, das war die 21. Außenpolitische Jahrestagung unserer Stiftung. Wir haben sie unter besonderen Umständen abhalten müssen, aber ich freue mich, dass wir immer noch über 200 Teilnehmende haben. Und ich glaube, jetzt ist erstmal ein kurzer Moment, ein Dankeschön auszudrücken. Ich danke recht herzlich meinem Kollegen Martin Sommer vom Tagungsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich danke Philipp von der Firma Isimco für den technischen Support. Ich danke den Akzentdolmetschern, die von Deutsch ins Englische übersetzt haben. Ich danke meinem Kollegen Christoph Meyer, der getwittert hat über dieses Event. Und natürlich danke ich diesem wunderbaren Team, das mit mir in diesem Raum sitzt und die ich jetzt gerne persönlich sehen möchte. Ich danke Corinna Fischer von unserem Kooperationspartner Global Diplomacy Lab. Vielen Dank an Lena Strauß, unsere unabhängige Beraterin und Koordinatorin. Und ich danke natürlich meiner Kollegin Milena Grünewald, die Sie hier sehen. Vielen Dank. Von unserer Seite war es das. Wir hoffen, dass wir Sie nächstes Jahr wiedersehen, wenn es geht, live hier an der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir ziehen uns jetzt zurück auf eine sogenannte Wonder-Seite. Ich habe das selber noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist cool, es ist hip und wir chillen da ein bisschen. Und wenn Sie in der nächsten halben Stunde mit uns ins Gespräch kommen wollen, dann sollte es im Chat eine Anleitung geben, wie Sie da hinkommen. Es ist eine Webseite, wo man sich ein bisschen informell und locker unterhalten kann. Von meiner Seite war es das. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns dabei waren. Halten Sie uns die Treue und wir freuen uns, Sie alle bei der 22. Außenpolitischen Jahrestagung wiederzusehen. Auf Wiedersehen und danke.